halten. Marble, das kann weg hier. So, dann mache ich mal kurz diese Vial. Und zwar ist es eigentlich relativ... Ja. Damit kommst du nämlich gleich 5 Empty Vials daraus. Was ist jetzt passiert? Was war? Minecraft has crashed. Okay. Danke sehr. Sehr schön. Ich liebe das. Heute ist eine ziemliche Fail-Aufnahme. Auf jeden Fall. Ah, die Vial. Wo lege ich die mal rein, die 5 Stück? In die leere. Wo ist nur volle Kisten? Das, man kommt nicht einfach 5 Vials da gleich raus. So. Ich hoffe, dass es wieder nicht an irgendeinem schlimmen Ding liegt. Woran kann es auch immer liegen? Ich weiß es nicht. Ich mute mich schnell, während ich was trinke. Genau. Oh, ja, genau. Ich habe ja auch noch ein Glas Wasser hier stehen, einfach dafür, um meinen unnachgiebigen Durst zu besänftigen. Es ist nämlich immer so bei mir, ich trinke ein ganzes Glas einfach leer, denke mir, okay, das wird auf jeden Fall meinen Durst nicht befriedigen. Ich muss eine Badewanne austrinken, aber am Ende klappt es dann doch. Dann denke ich mir, warum habe ich was getrunken? Ich bin so ein Schmock. Und dann, mache ich mir noch ein Glas Wasser und trinke das wieder leer. Und dann denke ich mir, okay, bitte nicht Wasser, erschlage mich nicht mit so viel Flüssigkeit, es ist viel zu viel für mich, ich kann das gar nicht alles verkraften. Das ist echt immer schlimm. Und ich bekomme alle 5 Minuten wieder Durst. So schlimm. Aber ich habe ein Glas Wasser. Und wenn das leer ist, dann heule ich wieder, ich weiß es genau. Weil ich dann wieder ins Bad rennen muss und dann diese 5 Meter laufen muss, ist einfach viel zu heftig für mich. Das kann ich einfach nicht verantworten. Ich habe hier einen Wasserspender. Oh, das ist immer, das ist so ein Luxus einfach, der Knieknator hat einfach, einen Wasserspender im Zimmer, wie geil ist das bitte? Ja. Das muss man haben, echt. Ah, Creeper-Explosion, okay. Ja, Skelett, greif mich an, während ich nichts essen kann und total langsam bin im Laufen. Sehr gut, komm her. Jo. Wo bist denn du? Ich bin gerade bei meinem neuen entstehenden Haus und forme gerade diesen Umriss, wie das entstehen soll. Ich will nämlich ein Kistenlager reinbauen. Wo könnte das denn sein, wo du wohnst? Neben Baloise auf jeden Fall. Zombie, ja. Verpiss dich von meinem Grundstück. Ich habe das schon gekauft, das gehört jetzt mir. Ah, da bist du. So, hast du die... Die sind in deiner gemacht? Kiste auf jeden Fall. Oh, sorry. Ach, du hast ein Fire-Aspekt drauf, geil. Ja. Das habe ich auch in meinem neuen Schwert. Und zwar in deiner eigenen Kiste da, in dieser normalen Kiste, wo noch ein Platz frei war, da ist das ganze Zeug drin, ne? Okay. 5 Vials of Water, damit musst du einfach zum Wasser gehen und einfach rechtsklick machen, hast du eine Vial of Water. Okay. Das war so einfach, ich hab's nicht rausgekriegt, aber man kann es halt auch nicht craften, deswegen ist es halt so schwierig. Ja, MacAff, ich weiß, dass meine Testversion in einem Tag abläuft, oh nein. Ja, muss mir nur ein Antivirus auch zulegen, ich habe gar keinen mehr, weil es auch abgelaufen ist. Es ist so dreckig hier wieder. Ah, hier. Hab ich immer noch ein Knockback drauf? Nee, habe ich gar nicht, das ist nur Sharpness, aber trotzdem ist so ein übelster Rückstoß. Verbrennt da. So, weg mit euch, ich muss auf jeden Fall Level sammeln. Für meinen neuen Bogen. Und da habe ich heute auf jeden Fall in Balonses Aufnahme gesehen, wie er live meinen Bogen stibitzt hat, der Schlingel. So, auf jeden Fall, mal gucken, wie man den verzaubern kann. Ich brauche auf jeden Fall noch einige Sachen. Also so viele Monster-Schnetzen wie möglich heute. Und heute wird auf jeden Fall eine Crafting-Session, denn ich will mir auf jeden Fall noch einen Ender-Rucksack machen. Und eben diesen Coin of Fortune. Denn der ist echt richtig geil, wenn man mal abbauen will oder Diamanten über Lava sieht. Dann kann man einfach abbauen und die kommen zu einem geflogen. Und Glowstone. Ich habe kein Glowstone mehr, das ist echt unfassbar. Ich muss in den Nether gehen. Das geht. Ja, da komme ich gleich mit. Gar nicht, das ist so dunkel im Nether, das ist richtig krank. Man findet den Weg überhaupt nicht. So richtig gar nicht. Das Zeug, ah, ja. Muss ich mein Zeug wegpacken, damit ich in den Nether kann. Ja, ich habe gar keinen Platz. Was ist das denn schon wieder? Ich muss mir neue Kisten machen schon wieder, das gibt's doch nicht. Hier ist auch kein Platz drin, das ist doch... Wo tue ich denn das Zeug jetzt rein, ja? Ach, ich muss einfach hier rein in die Random-Kiste. So, weg mit euch Sachen hier. So, ich ernähre mich jetzt von gebackenen Kartoffeln. Sehr gut, du hast schon welche gebacken, das ist gut. Ja, Glowstone habe ich nicht. Ich habe einfach Gunpowder und Blaze Rods habe ich auch schon. Sehr gut für mein Skype. Willst du mich jetzt verarschen? Ich kann dagegen nichts machen, Leute. Das ist das Internet. Man kann dagegen nichts machen. So, weil auf Water kommt hier rein. Meteor Chips. Oh, Skype. Bitte nicht. So, anrufen. Es funktioniert einfach nicht, Leute. Es geht einfach überhaupt nicht. Kein bisschen. Null. Nether. Marble Cobblestone. Weizen kommt hier rein. Das andere Zeug auch. Ich kann ja Brot davon machen, ich weiß. Aber ich mach's noch nicht. Ich gehe jetzt in den Nether rein und hol mir Glowstone. Da war so viel. Skype. So, ich kann da jetzt echt nichts machen, weil Skype einfach scheiße ist.
So ein richtiges räudiges Programm einfach. Es kann einfach nichts. Sorry Skype, aber du bist echt einfach arm. Ich wollte noch mal kurz gucken, was auf dem Bogen noch drauf kann. Da war nämlich noch nicht alles drauf. Da muss auf jeden Fall noch einiges drauf verzaubert werden. So richtig schön einiges. Wo ist denn der Bogen? Hier drinne. Wo ist der Bogen? Wo habe ich das Ding jetzt schon wieder hingelegt? Das ist doch wieder typisch ich. Ich finde das wieder nicht wieder irgendwie, komischerweise. Wo ist der Bogen? Da war der Bogen. Ah, Anruf fehlgeschlagen, okay. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Ultra-Fail, also ein richtiger Ultra-Ultra-Ultra-Fail. Ich muss immer alles zensieren, das ist mir echt auch irgendwann so doof. Da ist mein Bogen. Der hat schon einige wirklich gute Verzauberungen drauf, aber ich möchte gerne noch mehr drauf haben. Das ist, reicht mir noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass 12 Level noch nicht reichen werden dafür. Das ist ganz, ganz klar. So, gehen wir mal hier hin. Crystal Bow. Was hat er denn noch nicht? Er hat auf jeden Fall Unbreaking, Infinity 1, Flame 1, Soul Tether. Power. Was ist besser, Power oder Punch? Ja, beide sind einfach gleich gut. Wir brauchen 16 Level dafür, kein Problem. Blood, Afterlife, Blight. Blight soll richtig brutal sein. Ich glaube, ich mache Blight drauf. Ich mache echt Blight drauf. Oder ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, was ich noch machen wollte, ich wollte meinen Bogen gar nicht verzaubern. Ich wollte eigentlich meine Rüstung verzaubern auf Soul Tether. Das wollte ich machen. Ich bin wieder mal richtig dumm und weiß einfach nicht, was ich machen wollte. Ich gehe jetzt in den Nether rein. So. Und guck mal auf Skype, ob er mich anruft. Ja, da wird der Anruf gerade fehlgeschlagen. Na komm schon, Skype. Bitte, Skype. Ihre Verbindungsgeschwindigkeit ist unbekannt. Leck mich am Arsch, Skype. So ziemlich der letzte Versuch, glaube ich. Also danach nehme ich einfach auf und, naja. Da kann der Knetinator ja auch aufnehmen währenddessen. Ich muss mich mal räuspern hier mal. Was trinken kurz? Moment. Eine kleine Drink-Session. Ah, ich habe so einen Durst einfach. Ich habe richtig übertriebensten Durst mal wieder. Meine Stimme versackt auf jeden Fall schon richtig hart. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich gehe in den Nether jetzt rein und hole mir auf jeden Fall mal ein paar richtig schöne Glowstones und mache daraus dann einfach dieses genau das Geilste, was es gibt. Einfach den Coin of Fortune. Das ist einfach so gut und ich muss mir mehr Obsidian sammeln für einen Ender-Rucksack. Dafür brauche ich auf jeden Fall zwei Endertruhen. Eine Endertruhe für zu Hause, wo das Zeug reingelagert wird und einen Ender-Rucksack für unterwegs halt. Und um den Ender-Rucksack zu craften, braucht man Leder und eine Endertruhe und da muss ich erstmal neues Obsidian sammeln. Also brauchen wir 16 Obsidian, genau. Ach, Skype, fick dich. Echt, bleib mir gestohlen, wirklich. Ich hasse dich. Du bist einfach das dümmste Programm überhaupt. Und warum auch immer ich dich überhaupt gedownloadet habe, ich weiß es immer noch nicht. Ich war wahrscheinlich echt komplett durch, als ich es gemacht habe. Auf jeden Fall nie wieder Skype. Wir werden auf jeden Fall auf den TeamSpeak-Server umsteigen oder irgendwas anderes. Aber Skype geht überhaupt nicht. Das ist der letzte Rotz einfach. Es ist zwar kostenlos, aber es hat einfach überhaupt keinen Style. So, wisst ihr, wie ich das meine? So, hier ist noch der Blood Tree. Und hier ist noch relativ alles richtig hell vom Nether her. Aber wenn man unten ist, dann wird alles richtig dunkel, komischerweise. Glowstone war hier überall. Überall ist Glowstone. Hier haben wir auch noch einen. Da unten war auch, glaube ich, Glowstone in der Nähe direkt. Ich gehe mich erstmal umsehen, weil wir ja direkt auf so einem Blood Tree gespawnt sind. Da unten ist auf jeden Fall Lava und ein paar Monster. Glowstone ist da hinten halt, aber das ist echt verdammt weit weg da oben. Verdammt Juche, das ist echt weit weg. Und da sind diese Blood Trees schon wieder. Das sind echt viele Blood Trees, aber richtig viele wirklich. Hm. Geil. Wie auch immer. Das funktioniert halt einfach auch nicht. Left the game. Sorry, das ist so mega unprofessionell, aber es geht nicht anders. Oh, Scheiße. Die habe ich ganz vergessen, die Scheißviecher. Piss ich mich jetzt echt direkt. Und weg mit ihm hier. Ich gehe stattdessen Obsidian sammeln. Echt, leck mich fett. Das geht gar nicht klar. Was war das? Was auch immer es war. Es wollte gerade anfangen zu regnen, glaube ich. So, dann brauche ich jetzt mal Obsidian. Aber ich brauche 18 Stück dafür. 16 Stück, um das ganze Vorhaben umzusetzen. Dann brauche ich auf jeden Fall noch... Was brauche ich noch? Also Ender-Rucksack wollte ich mir machen. Dann wollte ich auf jeden Fall einen Coin of Fortune machen. Und einen Mini-Age-Heart wollte ich auch anfangen. Dafür brauche ich allerdings noch... Mini-Age-Heart selber halt. Und Aluminium. Und ich habe kein Aluminium. Dann wird es wohl doch nichts damit. Komm schon, Stimme, sei
wieder gut. Da muss ich wirklich alleine aufnehmen schon wieder. Dann werde ich den Part gleich wirklich beenden. Also, und dann mache ich natürlich eine Aufnahme, eine neue Aufnahme. Und dann werden wir sehen, ob das Ganze geht. Ne? So. So. Und dann werde ich mal gucken, wie ich Skype zensieren werde, weil das echt schwierig wird. Aber es muss leider sein. Sorry. So, und dann nochmal, dann noch mal hier abbauen, Obsidian. Wie viel haben wir? 5 Stück haben wir. Ist ja noch nicht so der Rede wert, aber wir werden noch mehr abbauen. Und dann können wir endlich gleich mal loslegen mit dem Gecrafte. Wir brauchen auf jeden Fall noch richtig viel Leder, brauchen wir. Was mir gerade auffällt. Echt viel Leder. Das ist nicht so gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge davon. So, abbauen, abbauen, abbauen hier. Schön. 7 Stück haben wir schon. Das ist so richtig viel einfach. Ich frage mich, ob so eine Fraserite-Spitzhacke besser ist als eine Diamant-Spitzhacke. Von der Geschwindigkeit her, von der Haltbarkeit auf keinen Fall, aber von der Geschwindigkeit vielleicht. Oh, da ist noch Lava. Das ist ja nicht so schön. Wir haben auf jeden Fall schon mal 8 Obsidian zusammen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Oh, noch was trinken hier. Oh, ich liebe Wasser. Das ist einfach das Geilste. Es ist einfach das beste Getränk ever. Besser als Cola, besser als Fanta, besser als Sprite. Ich trinke ja weder Fanta noch Sprite, manchmal Cola, aber Cola ist einfach manchmal echt richtig. Es gibt so Momente, in denen Cola einfach so richtig eklig ist. Kennt ihr das auch? Wenn ihr mal so denkt, ja, jetzt ein schönes Glas Cola wäre auch ganz geil, und dann trinkt ihr Cola und dann, eklig einfach. Dieses süße Zeug ist manchmal echt unpassend für Momente. Also, manchmal will ich echt keine Cola trinken. Das geht mir echt manchmal so. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so die Intuition. Auf jeden Fall werden wir noch mal ein bisschen sammeln hier, ein bisschen Obsidian sammeln, und dann werden wir gleich, wir haben schon die gleich zusammen, die 16, das ist sehr erfreulich. Und dann werden wir gucken, ob Knetinator wieder einsatzbereit ist oder Skype allgemein wieder Bock hat zu funktionieren. Sonst habe ich keinen Bock mehr auf dich, Skype. Sonst bist du ein räudiges Programm. Genau so sieht's aus. Und da ist noch Lava, die müssten wir ja mal direkt unterbinden eigentlich. Aber ich muss mich echt mal räuspern, das geht gar nicht klar. Ja, so, räusper, 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 und es geht hoffentlich wieder mit der Stimme bergauf. Ich hoffe es. 15 von 16, sehr gut. Nochmal bitte. Letztes Obsidian-Ding, und dann gehen wir uns mal was craften. Und zwar eine Endertruhe. Können wir uns direkt machen, schnell von der Lava entfliehen. Die kommt da jetzt echt raus. Und hier ist noch so viel Obsidian, das ist so geil einfach. Wir können immer hier hinkommen, wenn wir Obsidian brauchen. Da ist noch richtig viel Zeug. Das ist eine richtig gute Quelle eigentlich. Essen. So. Dann machen wir uns auf jeden Fall mal diese Sachen, die wir machen wollten. Und zwar Ender-Zeugs. Ender-Truhe oder Ender-Backpack? Ich muss erstmal Ender-Truhe sowieso. Oder besser gesagt, zwei Endertruhen. Dafür braucht man halt ein Enderauge. Und das machen wir uns aus Blaze Rods. Und ich werde es so machen: Ich werde einfach mal Blazes suchen gehen. Und die findet man ja öfters mal in solchen komischen Dungeons, in solchen Türmen drin. Da sind ja schon oft eigentlich Blazes drin. Und wenn wir welche finden, dann werde ich diese Blazes halt töten. Und werde die Spawner aber nicht abbauen, weil ich finde, das ist so eine Quelle. So eine natürliche Blaze-Quelle ist viel schöner, als auch wenn man so einen Spawner da hinsetzt. Ist viel besser. Oh, man könnte ja auch einfach mit einem Afterlife-Schwert draufschlagen und dann einfach die Spawner mitnehmen und dann einfach bei sich aufstellen zu Hause. Aber das finde ich echt ein bisschen doof. Das ist mir so cheatig. Das mag ich nicht. Oh mein Gott. Irgendwie geht mir die Stimme wieder mal aus. Keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. So, dann gehen wir gleich mal schlafen. Wir können ja schlafen gehen, ne? Ja, können wir. Cool. So, mal gucken, was Skype macht. Skype ist dumm. Richtig räudig. Hat er mich angerufen? Nee, er hat mich nicht angerufen. Ich habe ihn angerufen. So, essen erstmal wieder und dann gehen wir los. Und werden uns auf jeden Fall gleich mal ein paar Sachen machen. Erstmal Aufnahme beenden. Also bis gleich, Freunde. Es war nur eine kurze Aufnahme, die wird aber gleich weitergehen. Keine Sorge, auf jeden Fall. Schon mal die Sachen sichten für gleich. Die Blaze Rods. Ich habe gar kein Inventar, das auch momentan doch schon. Habe ich auf jeden Fall gleich. Blaze Rods. Wo habe ich den abgelegt? Da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, auf jeden Fall bis gleich, sage ich mal. Kurz ins Inventar tun und dann, ja. Damit ich nicht vergesse, dass ich die benutzen wollte. Bis gleich. Zwar sehr fällig, also
Ja, haut rein und schönen Tag euch noch auf jeden Fall. Bis bald.